Bei uns im Green Room ist jetzt Lena. Lena, wie geht es dir? Was machst du hier? Du, es geht mir gut. Ich bin hier, um zuzugucken und ja, um jetzt schon mal so die engere Auswahl der Kandidaten kennenzulernen, weil ja bald einer gewinnt. Was sagst du denn zu der Qualität der Kandidaten? Ich finde das super. Ich finde, die wählen coole Songs aus. Ich finde es auch total bewundernswert, dass hier einige mit eigenen Songs antreten. Das finde ich voll krass. Das würde ich mich, glaube ich, überhaupt nicht trauen. Ich finde das super. Also mir macht es auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und du hast jetzt ja auch schon öfters Proben angeschaut. Gibst du denn auch ab und zu Ratschläge oder Tipps? Nee, selten eigentlich. Ich bin ja hier kein Juror. Nee. Aber es hätte ja sein können, dass sie auf dich zukommen und dich fragen. Ja, wenn Leute mich fragen, dann gebe ich auch Tipps, aber sonst nicht. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, hier, also das geht gar nicht. nö, aber also es sind am Anfang ein paar Leute gekommen, aber jetzt eigentlich eher seltener. Jetzt hängen wir nur noch ab. Okay. Was macht ihr dann so, wenn ihr abhängt? Quatschen. Quatschen. Schminken. Fragen die sich sehr viel, wie es für dich war, ob du dich jetzt stark daran erinnerst, wie es bei dir war, wie die Doppelbelastung war? Ja, also das Einzige, was ich so an Ratschlägen mitgebe, ist, dass man sich das doch gut überlegen soll, ne? Also, oder dass man sich jetzt das nicht mehr überlegen kann, sondern dass man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten sollte, was da passiert, weil das ist nicht nur so ein bisschen Zirkus, sondern das ist voll krasser Amok. Und das sage ich dann, dass es nicht nur voll lustig ist, sondern dass es auch voll viel Arbeit ist und auch, dass auch der Job nicht nur Spaß und total nette, viele Leute kennenlernt, die berühmt sind, sondern dass es auch voll viel Arbeit ist, was man ja hinter den Kulissen einfach nicht sieht, ne? Ja. Hättest du dir das dann gedacht, als du für unser Star für Oslo angetreten bist, dass es so wird, wie du gesagt hast, dass es nicht alles nur schön ist, dass es auch Stress ist und dass manche Leute auch nicht immer was einem Gutes wollen? Nö, ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, das war auch ganz gut daran, weil ich dann nicht so viel nachgedacht habe einfach. Mhm. Und dann habe ich ganz viel gelernt und dann habe ich plötzlich super viel nachgedacht und habe voll viel von meinem Leichtsinn verloren, was eigentlich voll doof ist. Ja. Ne? Und den bin ich mir jetzt gerade wieder am Zurückerarbeiten. Das schaffst du bestimmt. Wirst du denn heute Abend auch in der Show sein und dir es angucken? Ja, also ich setze mich nicht ins Publikum, weil mir das zu stressig ist, aber ich schaue das auf jeden Fall von hinten. Okay. Immer. Noch zum Schluss, das Voting-System ist ja jetzt ein bisschen anders als bei dir. Ja. Hättest du es nervlich auch so gut verkraftet, weil es ist ja schon für die Kandidaten direkt, werden die auf die Folter gespannt. Oder denkst du, das ist vielleicht auch ein gutes Training für Baku? Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man in der Situation ist, dann findet man sich schon relativ schnell damit ab, was so passiert in diesem Voting-Geschichtle. Aber ich bin schon froh, dass ich das nicht hatte. Weil ich das auf der einen Seite voll schlimm finde für die, die jetzt zum Beispiel beim Sympathie-Voting oder so voll weit unten sind, ist es ja total scheiße. Und aber auf der anderen Seite würde ich mir auch voll blöd vorkommen, wenn ich immer die Erste wäre und denken würde, boah, wie doof, ne? Warum geben die den Leuten keine Chance und so? Das ist ja voll ungerecht. Und ich glaube, das ist schon schwierig, so damit klarzukommen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Wenn man das einfach so hinnimmt, dann ist es, glaube ich, einfach. Denke ich auch. Ja, dann Dankeschön, dass du mit uns so lieb geredet hast, so ehrlich. Ja. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Zugucken. Danke sehr, euch auch.